Heute kam der nächste Showdown raus, und zwar zu Kent und Medeiros raus. Die Glasgow Rangers spielen am Donnerstagabend gegen SC Praga in der Euroleague. Bis dahin habt ihr auch noch ungefähr Zeit, die SBCs abzuschließen. Einen klaren Favoriten hier auszumachen ist schwierig, beide sind ungefähr gleich auf, Praga hat hier aber einen kleinen Vorteil, weil sie eben heim spielen. Aber die Rangers haben ja immerhin doppelt rausgehauen. Schauen wir uns zunächst Medeiros an. Der spielt wie gesagt in der portugiesischen Liga, hat Forster und gute Arbeitsraten. Hier bekommt man eigentlich einen ziemlich soliden Zehner, alle Werte sind ziemlich stark, gerade was beim Dribbling, Beweglichkeit und Balance angeht. Die Passwerte sind jetzt nicht ganz so gut und die Stärke könnte durchaus besser sein. Wir würden ihm dann noch einen Marksman geben, so bekommt vor allem die Stärke noch einen guten Boost. Für Medeiros musst du ein 83er Team und ein 84er Team mit dem Inform abgeben. Die Karte hat sogar ein paar Stronglings, zum Beispiel zu Nunez oder Gonzalo Ramos und auch zu Manafa. Hier gibt es also sogar einige Möglichkeiten. Schauen wir uns mal ähnliche Spieler an. Hier kam gestern schon Carvalho raus, der ist ja auch ein portugiesischer Zehner. Allerdings kostet der nur 22.000 und hat dazu noch gute Chancen auf das Upgrade. Dazu sieht er nicht schlechter aus als Medeiros. Dann gibt es auch noch Yarmolenko Showdown zum Erspielen, der sieht auch stark aus. Und aus der Liga gibt es Gonzalo Ramos für unter 30.000 als gute Alternative. Wenn dir unsere kurzen Videos gefallen, dann lass doch jetzt gerne mal ein Abo da. Das würde uns sehr freuen. Schauen wir uns jetzt nochmal Kent an. Der spielt in der schottischen Liga, er hat 4 Sterne Skills und besonders nice sind eben die 5 Sterne Weakfoot, dazu hat auch er gute Arbeitsraten. Hier gefallen uns die Ingame Stats nochmal ein bisschen besser, er ist ziemlich schnell und sehr beweglich. Das sind schon ziemlich starke Stats. Auch bei ihm könnte die Stärke und auch die Passwerte besser sein. Auch bei Kent würden wir einen Marksman nehmen, der passt hier einfach wie angegossen. Kent ist etwas teurer als Medeiros, hier musst du ein 84er Team und ein 85er Team mit dem Inform abgeben, das kostet ungefähr 130.000. Kent hat einen sehr nicen Perfect Link zu Tavernier, das sieht richtig stark aus, und auch einen zu Hadji, falls man die SBC gemacht hat. Ansonsten kannst du ihn top über England verlinken. Rein von den Werten sieht Alessandrini ähnlich aus, für knapp 30.000. Dann haben wir auch hier wieder den Vergleich zu Carvalho, für ungefähr 22.000. Ein anderer englischer ZOM wäre Smith Rowe, für über 400.000. Sollte man die SBCs also eher machen oder lassen? Beide Karten sehen auf jeden Fall sehr stabil aus, allerdings sind sie teurer als gedacht. Zum Beispiel auch teurer als die Karten von gestern, die nicht viel schlechter sind. Gerade Carvalho von gestern würden wir euch hier vor Medeiros auf jeden Fall empfehlen. Kent finden wir allerdings ziemlich nice, auch wegen den Links. Allerdings ist der eben nochmal teurer. Leider kann man hier auch nicht wirklich sagen, dass Kent sicher ein Upgrade bekommen wird. Aber es könnte natürlich sein. Wenn man ein bisschen Risiko gehen will, kann man Kent auf jeden Fall machen, so oder so ist es eine ziemlich nice Karte. Du solltest ihn aber nur abschließen, wenn du die Möglichkeit hast, ihn einzubauen. Für einen reinen Zap ist er deutlich zu teuer. Was ist deine Meinung zu diesen SBCs? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.